So, hallo, hier bin ich wieder. Ich bin Wolfhuhn und ich spiele Ori and the Blind Forest. Und ich hänge total fest. Oh, ja. Oh. Oh, einen Schlüsselstein habe ich. Ich brauche hier nur zwei. Map. Okay, ich speichere trotzdem mal. Weil einen habe ich. Habe ich jetzt schon oft genug gestorben. Ah, hallo Frosch, da bist du ja wieder. Ich habe ihn auch noch umgebracht. Ja, mich leider auch. Okay. Das ist nicht wirklich hilfreich. Die nehmen direkt zwei Lebenspunkte. Wer kann das sein? Ja, so. Schön. Okay, also hier habe ich schon versucht hochzukommen. Das hat nicht geklappt. Darüber will ich wahrscheinlich auch nicht kommen. Nein, das reicht nicht. Das heißt... Ja, komm schon. Ich darf hier wieder zurück. Ach nee, oder? Da finde ich hier ja noch was. Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich hier gefunden habe. Oh, lass mich durch. Hier wird's eng. Oh. Tut mir leid. Achso, ich muss ja nach oben. Ich habe jetzt auch keine Seelenverbindung mehr. So. Ah, ne, das sollte ich warten, bis es wieder in eine andere Richtung geht. Sonst ist das nicht gut für die Oris Gesundheit. So, und jetzt hier ganz schnell durch. Ja, gut. Okay. Es ging nach oben und es ging nach unten. Nach oben komme ich von hier aus, glaube ich, nicht. Seelenverbindung ist bereit. Ja, dann setze ich es hier doch direkt mal. Gucken wir mal, was es hier unten gibt. Außer ganz viele Sachen, die mich zerquetschen wollen. Sachen, die mich ausspießen wollen und Sachen, die mich anspucken wollen. Ah! Hoppala. Hui. Oh, das tut doch weh. Das auch. Und er hebt sich ja noch so süß an der Wand fest. Den gleich zerquetscht. Ori, ich schäme mich. Glaub's mir, ich schäme mich wirklich. Ah, da war doch irgendwas. Kartensteinfragment. Um einen neuen Bereich der Karte freizuschalten. Okay. Nein. Und noch einmal. Auch die Flucht nach oben hat nichts mehr gebracht. So, diesmal in die richtige Richtung fliehen. Ach, die Dorn vergesse ich jedes Mal. So, das war knapp. Hat aber gepasst. Und ich springe ja voll in die Dorn. Was mache ich eigentlich? Das kann, weiß Ori leider auch nicht. Gut, also. So sollte das doch gehen. Ja, gut. Und jetzt ist das Ganze wieder zurück. So, ich muss warten, dass es einmal zugeklappt ist. Dass ich eine Chance habe. So, ich weiß, ich könnte hier noch nach links, aber ich will erstmal das mit dem Kartenfragment machen. So, das war doch irgendwo hier in die Richtung. Dorn. Ja, hier. Gut. Okay. So, es wurde einiges an Karte aufgedeckt. Ich hätte doch erst da durchgehen sollen. Warum bin ich nicht durch diese verdammte Tür gegangen? Egal, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Also, hier
ging es irgendwie zurück, da kam ich aber nicht hin. Also probiere ich mal, ob ich da irgendwie nach links komme. Und das ist ja schon beendet. Okay. Dann schauen wir mal, doch, was der rechte Weg hier hergibt. Don. Und ein böser Frosch, der mich umbringt. Ich habe vergessen zu speichern. Ich habe vergessen zu speichern. Juhu, ich darf das Ganze noch einmal machen. Freust du dich, Ori, oder? Ja, seht ihr doch, wie er sich freut. Ja, ich weiß. Und nochmal. Autsch. Und noch einmal. Warum? Und noch einmal. Und ich hatte es schon. Das ist das Beste daran. Das ist reine Dummheit, dass ich das Ganze hier nochmal machen muss. So, unten bin ich mal wieder. Aber ich muss das Ganze auch wieder hochschaffen. So. Ich muss jedes Mal in die Pressen reinspringen. Welcher vernünftige Mensch oder welches vernünftige Hasenkatzenviech springt freiwillig in die Presse rein? Gut. Und das Wasser sieht einfach toll aus. Toll. Also ich speichere mal. So, und jetzt muss ich hier rechts rum. Oh yeah. Und am besten ohne dabei zu sterben. Oh, gut. Okay. Spiel gespeichert. Ist das ein Bosskampf? Bist du ein Bosskampf? Ja, ich habe hier noch mal ein paar Lebenspunkte bekommen. Oh, yeah. Ja, ich glaube, ich habe einmal getroffen und ich bin so gut wie tot. Ich glaube, das muss ich mehr als nur einmal probieren. Ja, genau. Ja, nein. Gut, also. Ja, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich schon getroffen. Ich glaube, so könnte das tatsächlich funktionieren. Autsch. Oder auch nicht. Aber ich glaube, ich habe ihn schon in dem gelben Bereich. Das war ein Bloodworm 2. Ganz brutal. Da gab es im letzten Endkampf, na toll, insgesamt 3 Videos. Und jedes Mal, wenn man versagt hat, musste man von ganz von vorne anfangen. Das hat sowas von genervt und man konnte die Videos nicht überspringen. Und das waren keine so kurzen wie hier. Also. Hui. Ja, also nur weil ich etwas eine Knuddeloptik hat, heißt das nicht, dass es nicht knallhart sein kann. Er mag mich nicht. Autsch, das tut doch weh. Warum muss ich eigentlich so viel öfters treffen als du mich? Das ist doch unfair. Einmal noch und ich bin tot. Ja, genau. So, Lebenspunkte. Danke sehr. Gut, dass ich da gewählt habe, dass ich dafür immer 2 Punkte bekomme. Ich kann ja auch mal probieren, das Ding aufzuladen. Hat irgendwie nicht geklappt.
Okay, das bringt nichts. Das Seelenfeuer. Autsch! Eieiei, ein Lebenspunkt noch. Aber ich habe ihn im gelben Bereich. Ja, das war nichts. Ich habe nach links und nach rechts gedrückt. Das sollte man nicht tun. Immer für eine Reihe, genau. Für eine Seite entscheiden. Okay. Man tut dabei jedem Mal rauskommen, nur einmal schießen. Ja, noch schöner. Hoppala. Also das ist der erste Endgegner. Den soll ich da... Autsch. Das sollte doch wohl zu schaffen sein. Au. Oder auch nicht. Ah, die Dinger kann ich einfach in die Luft jagen. Sagt mir das mal jemand. Weg da. Ich hab gedacht, ich kann nicht in die Luft jagen. Schiss. Find mal was so schön was raus, verlässt sich drauf und das war's dann. Ja, soweit ist meine Reichweite nicht. Wäre nicht schlecht, wenn ich irgendwann mal meine Reichweite erhöhen könnte. Da muss ich immer so dicht dran. Nein, diesmal muss ich weiter weg. War mal zu gefährlich mit... Au! Nicht nett. Oh, ja. Ich glaube, meine... Das war knapp. Meine Waffe habe ich ja, glaube ich, schon verstärkt. Ich habe die Hälfte der Lebenspunkte weg. Also von seinen. Bei mir habe ich nur noch einen übrig. Oh. Könnte ich es diesmal tatsächlich schaffen? Also ein Bewegungsmuss. Nein, ich hatte es fast. Ich wollte gerade sagen, dass ein Bewegungsmuster an sich nicht allzu schwierig ist. Warum spucken die eigentlich alle? Okay, besser als furzen, gebe ich ja schon zu. Das reicht nicht. Hoppala. Ich glaube, im Moment läuft es ganz gut. Und jetzt, wo ich das sage, wird es wahrscheinlich direkt schief gehen. Nein, bis jetzt läuft's noch. Oh, ja. Konzentrieren, Wolfen, konzentrieren. Ich hab ihn! Juhu, ich habe ihn getötet. Ja, okay, ja, bei mir ist alles gut. Danke der Nachfrage. Und der zweite Schlüsselstein. Puh. War das heftig. Okay. Ihr habt hier den... Oh ja, yeah. Jetzt muss ich noch an dieses kleine Mistviech scheitern, bevor ich gespeichert habe. Das wäre das Beste. So, also ich speichere hier mal. Und den Schlüsselstein setze ich im nächsten Video ein. Ich habe keine Ahnung, wie lang das Video letztendlich wird, weil ich ja viel rausschneiden werde. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Also, muss ja sagen, wenn man so einen schweren Gegner irgendwann mal besiegt, dann fühlt man sich ganz gut und ich befürchte, dieser schwere Gegner ist ein Zuckerstecken im Gegensatz zu dem, was noch kommt. Egal, ich freue mich und du hoffentlich auch und dann kannst du demnächst wieder reingucken. Viel Spaß, dein Wolfhuhn, mach's gut!